Oh, ich habe ja jetzt schon so ein bisschen Respekt vor. Ich mag solche Schleichspiele irgendwie überhaupt nicht, weil ich kriege immer totale Angst, wenn ich. Das ist diese Angst vom Unbekannten. Also ich weiß ja nicht, wenn man irgendwie das ist genauso wie wenn man Geräusche in der eigenen Wohnung hört, oh, man geht dem auf den Grund und dann plötzllich, also man weiß nicht, was genau dieses Geräusch verursacht hat, man findet auch nicht die Ursache dafür, man weiß nur, ja, es war da, das Geräusch, ne? Und das ist dann immer ein bisschen unheimlich, vor allem wenn ich sowas um diese Zeit hier irgendwie erzähle, da schauert es mir wieder den Rücken runter so ein bisschen. Nee, das hat wahrscheinlich auch mal damit zu tun, als wir damals noch in einem Haus gewohnt haben. Jetzt lebe ich ja in einer Mietwohnung. Damals im Haus war das immer noch so. Genau, da war das so. Da ist mir mal so, da hatten wir Marder auf dem Dachboden und ich hatte mein Zimmer genau neben dem Dachboden und dann ist irgendwie mal ein Marder auf mein Bett gesprungen, als ich geschlafen habe. Meine Güte, das weiß ich heute noch, wie ich mich da erschreckt habe. Weil ich auch gar nicht, Marder habe ich gar nicht überlegt, da war ich voll jung und da habe ich irgendwie voll keine Ahnung von sowas gehabt. Da habe ich irgendwie erst gedacht, dass da irgendwie so ein Geist, ein Dämon, irgendein böses Wesen ist auf mich draufgesprungen. Ich hatte richtig Schiss irgendwie, aber. Okay, da wären wir. Naja, da sind wir auch schon. Genug von Marder-Erzählungen. Ja, das kann ja jetzt was werden. So. Hä? Kriegst du es auf, Salvatore? Ja, genau. Kannst versuchen, Chef. Das ist gut, dass du das versuchst. Ah, mein Auge. Ah, Augenbraue. Ich habe Haarverlust an den Augenbrauen. Quatsch, ich Alles klar, Augenbrauen. Chef. Wimpern, Wimpern, Augenbrauen. Nee, nee, so rum nicht. Ja, komm, lass rein. Ah, oh, das tut immer noch ein bisschen weh. Egal. Sei leise Ach, und du tu genau, Schande. was ich dir sage. Ich glaube, als erstes müssen wir hier hin. Warte hier. Genau, den lassen wir warten. Ich bin jetzt auch leise. Das war jetzt übertrieben. Gott sei Dank. Ja. Pumpgun. Schlüssel. Ah, das ist gut, dass wir den Schlüssel gleich haben. Aber ich muss immer noch. Das ist doof. Ah ja, genau. So war das. Na, mit Mausrad wäre das jetzt alles ein bisschen einfacher. Wir können die Pumpgun und den Baseballschläger behalten. Wir müssen dann nur auf eine bestimmte Art und Weise die Waffen wechseln. Also statt der 2 muss ich dann die 1 drücken und umgekehrt. Ja, ihr seht ja, hier ist ganz schön viel was los. Da müssen wir ganz vorsichtig vorgehen. Ihr seht auch, da brennt Licht in einem Zimmer. Das ist die nette Putzfrau, die werden wir heute auch noch kennenlernen, denke ich. Aber als erstes muss ich mich dem da hinten nähern. Das habe ich, glaube ich, auch mal noch gemacht. Ja, ist alles so ein bisschen interessant. Aber Schlüssel ist gut, weil, genau, da wollte ich eben noch was zu sagen, weil wir dann ins Haus kommen, ganz einfach, durch den Hintereingang. Das ist ein bisschen glücklicher, auch wenn wir dann trotzdem nur überrascht werden können von der schreienden Putzfrau. Und den Salvatore haben wir, ihr habt ja gesehen. Wir können den Salvatore so ein bisschen befehligen, indem wir ihm dann so Kommandos geben, warte hier oder komm mir nach oder so. Und das ist ganz hilfreich eigentlich, weil er uns sonst nerven würde. Er würde sonst immer gerade dastehen, wo wir ihn mal gar nicht gebrauchen können. Beziehungsweise würde er dann Aufsehen erregen. Und wenn ein Gegner ihn sieht, ist das genauso, als wenn er uns sieht. In etwa. Das ist beides schlecht. Ist ja klar, ne? Und deswegen ist das super, dass wir ihm solche Kommandos geben können. Dann lassen wir ihn da warten, bis wir hier erstmal so, ja, mehr oder minder aufgeräumt haben. Ah, konnte ich jetzt immer hier lang? Ich weiß es gar nicht. Bis wohin geht er denn? Ja, hoffentlich geht das gut. Hoffentlich geht das gut. Ich muss erstmal abschätzen, wenn er da ein bisschen weiter vorgeht, dann warte ich hier und dann gehe ich dem nach. Ich hoffe nur, dass die Putzer nicht plötzlich da unten im Zimmer ist, sonst sieht sie uns. Wir können mich vorne auch rein. Ah, doch, das ist gut.
Wir sind hier gerade ein bisschen blöd platziert. Was machen wir mit denen da? Ich meine, was machen wir mit denen da? Ich glaube, die reden nur gleich und die können wir auch nicht unauffällig ausschalten oder zumindest nur sehr schwierig. Ihr seht ja, die reden miteinander. Ich wüsste nicht, wie man das machen sollte. Oh, jetzt ist die... Ihr seht da, die Putze. Seht ihr wahrscheinlich nicht, aber... Jetzt macht sie... Wieso ist da oben Licht an? Da unten bleibt aus. Interessant. Aber wir müssen eigentlich nur noch die Putze... ausschalten. Gott, Tommy. Ich dachte, die reden miteinander. Da ist eigentlich ein witziges Gespräch, meine ich. Oh, kommt das jetzt noch? Gestern hat mich schon Irene in der Bar angerempelt. Echter Hundesohn. Und ich sag zu ihm, hey Mann, was soll denn das? Und der Bastard spuckt mir in den Becher. Was hast du mit ihm gemacht? Ach, ich habe ihm eine gegeben. Das vergisst er nicht so schnell. Und was hat er gemacht? Ging direkt auf mich los, Mann. Er hat mich fast gepackt, aber meine Jungs waren da und haben ihm die Fresse poliert. Hat er nicht anders verdient. Das darf man nicht durchgehen lassen. Klar, aber dann kamen seine Kumpels und haben den Laden auseinandergenommen. Verdammter Hurensohn. Ja, hatte ich mir irgendwie doch ein bisschen lustiger vorgestellt. Oder irgendwie noch in Erinnerung gehabt. Egal. Dann holen wir mal den Salvatore. Ich glaube, die Putze können wir getrost ignorieren irgendwie. Zumindest mache ich das einfach mal. Und da hinten kam, glaube ich, keiner. Sonst müssen wir halt nochmal neu laden. Spannend. Ist vor allem, das hasse ich an solchen Schleichspielen. Man muss schleichen. Eben. Das ist so scheiße wie nur was. Ich habe viel zu viel Schiss, dass die mich dann da hören, wenn ich hier rumtrabe. Ich weiß ja nicht genau, wie das hier alles im Spiel eingestellt ist. Weiß man ja nie. Aber zumindest hat der Salvatore hier brav gewartet. Das funktioniert schon mal. Der Salvatore, ich weiß ja nicht, wie viel Geld du dafür bekommen hast, dass du hier mitmachst. Das will ich auch gar nicht wissen so genau. Aber ich meine, damit ich auf so eine Mission gehe, gut, dass der Tommy was macht, ist doch logisch, weil er würde ja sonst dann im Knast kommen. Zusammen mit dem Don Salieri und seinen Kumpels und so weiter, da steht einiges auf dem Spiel, sein ganzes Lebenswerk sozusagen, ja, zumindest das nach dem Taxifahrer. Aber der Salvatore, der hat ja hier gar keine Ambitionen eigentlich. Naja, meinetwegen, ist uns eh egal. Aber wer macht sich auch über sowas schon Gedanken im Spiel, ne? Also das kann auch nur wieder ich sein. Wir könnten jetzt natürlich Aufsehen erregen auch, oder? Stehle die Beweise, du kannst bla. Ja, ach, da stand sogar der Hinweis, dass man das kann. Nicht, das steht da gar nicht. Ja, wir sollen auf jeden Fall in die Villa. Ich mache es auf die unauffällige Art und Weise, falls wir entdeckt werden sollten. Ja gut, da muss ich ein bisschen ballern, aber ich habe ja jetzt eine Pumpgun. Und wenn wir... Ach nee, da kommen wir ja später zu. Wenn wir zurückgehen, dann ist uns das eh egal, wie wir denn gesehen werden oder auch nicht gesehen werden. Ihr hört, glaube ich, die Melodie. Ich glaube, ich suche die Putze. Warte hier. Scheiße. Nee, Salvatore, komm mit. Mir nach. Oh, die Alte, ey. Wie so eine blöde Putzfrau einem Angst machen kann. Und das Haus ist groß, sage ich euch. Wir werden hier 20 Badezimmer sehen oder so. Salvatore, du stehst voll in der Tür. Also zumindest, ich weiß nicht ganz genau, wo wir hin müssen überhaupt. Hier sind wir anscheinend nicht richtig. Oh, Salvatore. Deswegen lasse ich den auch manchmal gerne warten. Das Schöne ist, wenn wir alle Türen auflassen. Ich glaube, dann wird sie eh was merken. Warte hier. Hallo Schatz, wie war dein Tag heute? Oh, nein.
Stimmt, die alte war auch noch da. Mir nach. Das war aber nicht die Putze, das war seine Frau. Ich glaube, hier müssen wir rein. Ich glaube, die alte kommt. Ich höre ihre Schritte. Oh Gott. Aber die werden leiser. Ja. Komm. Ja. Oh, jetzt mir die Putze egal. Oh jetzt Gott, zeig mal, oh Gott. Was du kannst, Salvatore. Sorry, dass ich so leise war. Chef. Oh, da muss ich von ganz gescheit. Ich muss die ganze Zeit STRG drücken. Ich konnte nichts trinken. Da muss ich jetzt nachholen. Ich hasse diese Mission. Ihr wisst auch warum. Ich mag halt keine Schleichspiele. Das ist genau wie bei Dead Space. Hab ich auch mal Angst. Boah, aber jetzt das Gröbste geschafft, glaube ich. Wenn das Salvatore das jetzt mal hinkriegt. Ah, die Musik ist schön. Muss ich mal sagen. Auch wenn ich mal über die Grafik lästere, die Musik ist schön. Und die Missionen sind auch ganz schön eigentlich, so grundsätzlich. Ach herrje, ach herrje, ach herrje. Teufel! Besser wir verschwinden schleunigst, Salvatore. Schon erledigt, Chef. Ein Kinderspiel. Ja, naja. Alles in Ordnung, Boss. Salvatore, komm! Komm, 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 komm! Aber vom Ansatz her fand ich das eine süße Idee. Ich glaube, das machen wir nochmal. Bloß diesmal, ohne dass uns die Alte sieht. Oder nee, wir versuchen die Alte... Mit dem Baseballschläger. Gute Idee. Gute Idee.